Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Die Linke unternimmt heute wieder einen ihrer zahllosen Versuche, sich als soziale Partei, als Partei für Kinder und Familien, als Partei sozialer Gerechtigkeit zu verkaufen. Ich habe hierzu eine Frage. Ich habe auf der Seite der Jugendorganisation Linksjugend Baden-Württemberg Folgendes gelesen: Kein Gott, kein Staat, kein Vaterland. Schwarz-Rot-Gold wird abgebrannt. Wann wollen Sie eigentlich die sozialen Wohltaten realisieren, die Sie hier immer verkünden? Bevor Ihre Jugendorganisation Deutschland abgebrannt hat oder doch erst danach, wenn Sie das Paradies der Werktätigen hier errichtet haben? Oder nachdem unsere Sozialsysteme zusammengebrochen sind, weil unter Ihrem Jubel Hunderttausende von Nichtbeitragszahlern aufgenommen worden sind? Ich will Ihnen eins sagen, dass von Ihnen, die von Ihnen zitierten Werktätigen, die Sie viel besungen haben, die Sie auch Proletarier nennen, die werden sich in Deutschland vereinigen, und zwar gegen Sie. Und diese Bewegung ist schon lange im Gange. Die Familien in Deutschland haben ein Gespür für Sachverstand und soziale Verantwortung. Die Linke hat es nicht. Kinderarmut ist immer auch Familienarmut. Und keine der zahllosen familienpolitischen Maßnahmen hat die Kinderarmut bisher bekämpfen können. Wir wissen das. 21% liegen Familien mit Kindern im Einkommen unter Familien ohne Kindern. 27% aller Familien mit mehr als drei Kindern sind von Armut bedroht. Bevor zu den nachweislich unwirksamen Maßnahmen noch weitere hinzukommen, fordern wir als AfD die Bundesregierung auf, die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts umzusetzen. Das Bundesverfassungsgericht stellte fest, dass die umlagefinanzierte gesetzliche Renten sowie die Kranken- und Pflegeversicherung kinderlose Menschen zulasten von Familien privilegiert. Grundlage der Rechtsprechung ist die Feststellung des Gerichts, dass Familien mit der Erziehung und Versorgung von Kindern einen entscheidenden Beitrag zum Generationenvertrag in unserem umlagefinanzierten Rentensystem erbringen. Eltern, und da beziehen wir als AfD ausdrücklich auch alle Alleinerziehenden mit ein, zahlen Unterhaltsleistungen, Betreuungskosten und nehmen Einkommenseinbußen in Kauf. Das stört den sozialen Frieden und widerspricht dem Gleichheitsgrundsatz. Die Umsetzung des Verfassungsgerichtsurteils würde die Familienarmut und damit die Kinderarmut nachhaltig bekämpfen. Leider taucht als allgegenwärtige Heilslehre gegen Kinderarmut immer nur das Predigen einer möglichst allumfassenden Integration beider Elternteile ins Berufsleben auf. Eine Maßnahme, die wohl der Wirtschaft nützt, aber sicherlich nicht die Familien stärkt. Euphemistisch heißt das dann Vereinbarkeit von Familie und Karriere. Auch der Begriff Emanzipation wird in diesem Zusammenhang gerne missbraucht. Tatsächlich ist es aber so, dass gerade ärmere Familien mit beiden Elternteilen arbeiten müssen, und das oft dank der Sozialdemokratie im Prekärlohnbereich. Dies als Karriere und Emanzipation zu verkaufen, zeugt von ideologischer Verblendung, die ist ja bei Ihnen allgegenwärtig, oder aber auch von Boshaftigkeit. Und nun sage ich noch etwas. Ihre intellektuell armselige Umdeutung von Karl Marx in eine naive Weltenrettungsideologie opfert die Interessen deutscher Familien. Indem Sie die Öffnung aller Grenzen bejubeln, nehmen Sie in Kauf, dass deutsche Familien mit Kindern den Wettbewerb um Wohnungen, Kitaplätze und gute Ausbildung verlieren. Ihr blinder Dogmatismus, den auch Ihr Geschrei hier wieder zeigt, macht ja mittlerweile nicht mal mehr vor Ihrer eigenen Fraktionschefin Halt. Mittlerweile wird bereits Frau Wagenknecht von Ihnen mit der Nazi-Keule bekämpft, nur weil sie es einmal gewagt hat, mit der Taschenlampe des Realismus in ihre dogmatischen Dunkelkammern hineinzuleuchten, meine Damen und Herren. Ich sage Ihnen, lassen Sie das Licht von Frau Wagenknecht leuchten, dann erkennen Sie vielleicht, dass ohne Masseneinwanderung hinreichend Mittel zur Stärkung unserer Familien vorhanden wären. Wir fordern längeren Anspruch von Arbeitslosengeld I für Eltern, individuelle Betreuung von Alleinerziehenden und Familien, die in Armut leben, antragsfreie Zahlung von Leistungen zur Teilhabe wie Schulbus, Schulausstattung, Klassenfahrten. Auch über ein Elterngehalt in nennenswerter Höhe sollte nachgedacht werden, meine Damen und Herren. Wir, die AfD, wir stehen für den deutschen Sozialstaat als Solidargemeinschaft der Bürger.
Sie, meine Damen und Herren von Die Linke, Sie versprechen den Menschen seit 100 Jahren Paradiese, die bis heute niemand gesehen hat. Vielen Dank. Als nächste Rednerin rufe ich auf die parlamentarische Staatssekretärin Karen Marx für die Bundesregierung.